Seekrauts. Moin Moin und willkommen zurück auf dem Seekrauts-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Und heute zeigen wir euch im Trockendock die Schiffsvorstellung der T61, der neue Premium-Zerstörer der Tierstufe 6. Ein deutscher TDD, der auf dem Flottentorpedobootentwurf 1940 basiert und in einer holländischen Werft oder niederländischen Werft ja auf Kiel gelegt wurde. Und zwar 1942. Der Stapellauf von diesem Schiff war eine Realität im Juni 1944. Die anrückenden Alliierten damals sorgten dafür, dass das Schiff abgeschleppt werden musste. Der fertige Rumpf, es war nicht selbst fahrbereit. Und während dieses Schleppvorgangs nach Deutschland wurde dieses Schiff eben angegriffen von britischen Torpedobombern. Und ein Torpedo traf, das Schiff wurde auf Sand gesetzt und wurde 1945 dann verschrottet. Das war schon mit der Karriere der T61. Insgesamt wurden knapp 25 Schiffe von diesem Entwurf Flottentorpedoboot 1940 bestellt. Fertiggestellt wurde nie eins und es hat also quasi kein Schiff den Kriegsschauplatz betreten. Ja, es gibt immer wieder die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen T oder Z? Also wir haben ja T61 oder T22 im Spiel oder Z23, Z52. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, habe nie eigentlich eine richtig gute Antwort darauf gefunden, außer, dass man sagen kann, dass Z-Schiffe eigentlich die Schiffe sind, die Torpedoboote angreifen sollten, also eher die Verteidiger sind, ja, der Flotte. Z soll eigentlich, ja, die Verteidigung gegen Torpedoboote sein und T-Schiffe, also Torpedoboote, sind dann eher die Angriffsboote. So würde ich das interpretieren. Ich habe mich da durch ein paar Artikel ein bisschen durchgelesen, was man so im Internet dazu findet. Mehr kann man dazu eigentlich kaum sagen. Die Z-Entwürfe in Deutschland in der damaligen Zeit waren auch eher darauf ausgerichtet, also waren eher ein bisschen früher als die Entwürfe für die Torpedoboote. Also von daher, ja, tut mir leid, ich kann es nicht abschließend beantworten. Wenn ihr dazu Sachen wisst, die ich jetzt hier gerade noch nicht herausgefunden habe, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Mich interessiert diese Antwort oder die Frage nämlich auch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen T oder Z? So, nun kommen wir dann aber zu der Interpretation der T61 von Wargaming in World of Warships. Und wir werden dieses Boot wieder vergleichen, und zwar mit der Ernst Gede quasi. Es ist ja sehr naheliegend, es ist die T6-Stufe, es ist ein deutscher Zerstörer, es basiert so ein bisschen auf der Ernst Gede, vom Rumpf her sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Dann nehmen wir, weil die Farragut ein Gun-Idee ist und die T61 auch in diese Richtung geht, natürlich die Farragut als Vergleichsschiff. Und weil die T61 auch noch gut torpen kann, nehmen wir noch eine Fubuki, die ein Torpedoboot der Japaner ist. Und wir werden da die Unterschiede herausarbeiten und das Schiff miteinander dann vergleichen. Die Überlebensfähigkeit, Trefferpunkte, fangen wir oben an. 14.700 Punkte, das ist der zweitgrößte Trefferpunkte-Pool eines Zerstörers auf dieser Tierstufe. Nur die Gede ist besser mit 16.500 Punkten. Die Farragut hat im Vergleich dazu 11.500 Punkte, jeweils auf der besten Version, also mit dem B-Rumpf. Und die Fubuki hat eben 12.900 Punkte. Dann haben wir hier die Panzerung, die man nicht als Panzerung bezeichnen kann. 8 bis 16 mm, eher wieder dick gehäuftes Papier, mehrere Lagen übereinander, 16 mm an der Seite, 10 mm sind die Aufbauten. Und das kann man eigentlich dazu schon bewenden lassen, oder man muss da eigentlich gar nichts mehr weiter zu sagen. Ihr wisst, wie das mit den Zerstörern so ist. Kommen wir gleich zur Artillerie. Ihr habt hier bei der T61 wie bei der Ernst Gede 4x128 mm, während die Ernst Gede dann aber noch die Wahl hat, auf 150 mm aufzurüsten, habt ihr hier bei der T61 nur fixierte Türme, also die 128 mm. Ihr habt hier bei der T61 4 Sekunden Nachladezeit, die Turmdrehzeit sind erstaunlich langsam mit 22,5 Sekunden, so typisch deutsch. Dann eine maximale Streuung auf die 11,6 Kilometer von 102 Metern. Sprenggranatenhöchstschaden 1500, Brandwahrscheinlichkeit 6%. Und bei den AP-Granaten habt ihr 3000 Alpha-Damage. Wie gesagt, Feuerreichweite 11,6 Kilometer und die Granatengeschwindigkeit beträgt 830 Meter pro Sekunde. Das ist ein guter Mittelwert zwischen Japanern und den Amerikanern. So, das vergleichen wir gerne mal. Die Werte an sich sind quasi identisch bei der Ernst Gede, außer die Nachladezeit. Denn die Ernst Gede hat über eine Sekunde mehr Nachladezeit, 5,11 Sekunden bei den 128 mm Geschützen. Die Turmdrehzeit ist die gleiche bei der Gede. Die Farragut hat
1 mm weniger, hat die gleiche Nachladezeit von 4 Sekunden und eine Turmdrehzeit von 12 Sekunden und ist damit von den Türmen her das beste Schiff auf dieser Tierstufe. Zumindest hier in dem Vergleich. Und dann haben wir die Fubuki mit 2x2 Türmen, 127 mm, die 8 Sekunden Nachladezeit hat und 26,1 Sekunden Turmdrehzeit. Das ist ganz klar, die Fubuki ist ein Torpedoschiff und die Farragut ist halt eher ein Gun-DD. Und darum ist es gut, um auch zu verdeutlichen, dass die T61 da so ziemlich in der Mitte liegt. Sie hat eine gute Nachladezeit, die Turmdrehzeit ist aber fast so langsam wie bei den Japanern. Die Schussreichweite bei der Ernst Gede beträgt nur 10,87 Kilometer, das ist 800 Meter weniger, gut 800 Meter weniger als bei der T61. Die Farragut kommt 12,6 und die Fubuki 11,52. Und der Alpha Damage, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, der HE Alpha Damage bei der T61, 1500 seht ihr ja, 1800 bei der Farragut und 1800 bei der Fubuki. Das heißt, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, damit man den HE-Granaten am besten immer optimal trifft, damit dann der volle Schaden da auch hängen bleibt oder ein Großteil des Schadens, sagen wir so. Nicht der volle Schaden, ist ja quasi nicht möglich. Und ja, das kann man dazu sagen. Darum kommen wir dann schon gleich zum nächsten Punkt, und zwar den Torpedos, die hier auch nicht von schlechten Eltern sind. Ihr habt zwei Werfer A4 Rohre, 533 mm, Torpedoreichweite 8 km, Torpedogeschwindigkeit 65 Knoten. Und hier haben wir dann im Vergleich dazu bei der Ernst Gede auch diesen gleichen Werfer, nur dass die Nachladezeit hier eben 90 Sekunden sind. Und bei der Farragut haben wir einen schlechteren Alpha-Damage mit 11.733 Punkten, anstatt hier die 13.700, die die T61 hat. Die Farragut hat 88 Sekunden Nachladezeit, 64 Knoten schnelle Torps, die 6,4 Kilometer Weite schießen sozusagen oder schwimmen. Ja, die Fubuki hat 16.267 Alpha Damage und 76 Sekunden Nachladezeit. Die Torpedos sind aber langsamer, die haben 59 Knoten, kommen aber dafür 10 Kilometer. Ihr seht, auch da liegt die T61 so ziemlich genau in der Mitte zwischen den Amerikanern und den Japanern. Ist eigentlich eine sehr angenehme Sache, weil ihr, da kommen wir nämlich gleich zu, eine super Verborgenheit habt und damit sogar unentdeckt Torpedos abwerfen könnt mit einem Speckgürtel von 1,9 Kilometer. Und das ist schon eine richtig coole Sache. Großer, großer Vorteil dieses Schiffs hier sind 68 Sekunden Ladezeit für die Torpedowerfer. Das sind 1 Minute 8 Sekunden. Ja, das ist wirklich genial. Das heißt, ihr habt ein bisschen mehr als 1 Minute Zeit und könnt immer wieder 8 Aale ins Wasser setzen. Das ist schon genial. Die Flugabwehr können wir eigentlich überspringen. Auf der Tierstufe spielt es bei DDs keine große Rolle. Kommen wir gleich zur Manövrierfähigkeit. 35 Knoten ist die Höchstgeschwindigkeit mit einem Wendekreis von 600 Metern. Die Ruderstellzeit sind beeindruckende 3,6 Kilometer. Für einen deutschen DD ist das wendigste Schiff, was ich so jetzt gerade im Kopf habe. Ja, 600 Meter ist der Wendekreisradius ja ziemlich gering, weil selbst die Gäde hat eben 90 Meter mehr Wendekreis und dazu kommt noch die langsamere Ruderstellzeit bei der Gäde von 4 Sekunden. Das heißt, ihr habt hier einfach ein schönes, mobiles, agiles, deutsches Zerstörerschiff in euren Tasten sozusagen, in euren Händen. Und das ist sehr, sehr angenehm zu fahren. Wie gesagt, ich erwähnte schon, die Gede ist nicht so wendig. Die Höchstgeschwindigkeit der Gede beträgt 36 Knoten. Bei der Farragut sind 36,5 Knoten. Und bei der Fubuki für über 35. Die Ruderstellzeit bei der Farragut und Fubuki sind 2,7 und 2,5. Und ihr habt bei der Farragut das wendigste Schiff auf der Tierstufe mit 560 Meter Wendekreis. In der Kombination mit den 2,7 Sekunden Ruderstellzeit ist das Ding natürlich richtig, richtig geil. Und dann habt ihr die Fubuki mit 2,5 Sekunden Ruderstellzeit und 640 Meter Wendekreisradius. Und auch da ist die T61 gut vorne mit dabei. Ja, also nicht super gut, aber auch nicht super schlecht. Ich würde sagen, im vorderen Drittel des der verfügbaren Schiffe, die wir hier gerade vergleichen. So, und dann kommen wir zur Verborgenheit. Erkennbarkeit zu Wasser standardmäßig 7 Kilometer, zur Luft 3,8. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Der kann es direkt mit der Fubuki aufnehmen, weil die genau identische Werte hat. Die Fubuki hat auch 7 Kilometer und 3,8. Und die Gäde hat 7,56 und 4,29, während die Farragut 7,56 zu Wasser hat und 3,42 zu Luft. Das bedeutet, am Ende habt ihr quasi einen deutschen DD, der die Tarnung eines japanischen DDs hat.
Was total genial ist, ihr kriegt das Ding am Ende runtergeskillt auf 6,1 Kilometer und da sind wir dann wieder bei diesen 1,9 Kilometer Speckgürtel. Was man noch auf jeden Fall mitnehmen sollte, 2,6 Kilometer geht ihr auf, wenn ihr im Nebel steht und die Hauptgeschütze benutzt. Das heißt, ihr müsst daran darauf achten, wenn ihr im Nebel steht und ein Schiff auf euch zufährt, dass ihr auf jeden Fall das Feuer rechtzeitig einstellt, um noch die 600 Meter Speckgürtel zu haben, dass ihr eben nicht aufgeht. Ja? Dann ist es sowieso schon recht eng, dann müssen eure Torpedos sitzen, damit ihr da nicht auch wirklich in ganz große Bedrängnis kommt. So, und dann fangen wir direkt auf der linken Seite an mit der Munition und dem Verbrauchsmaterial. Ja, was haben wir denn hier als Möglichkeiten? Schadensbegrenzungsteam 2 habe ich jetzt hier schon drin, ist ein Premium-Schiff, darum Premium-Verbrauchsmaterial kann ich euch immer nur ans Herz legen. Ihr habt hier dann beim Standardverbrauchsmaterial 60 Sekunden Ladezeit, beim Premium 40 Sekunden, die Aktivitätsdauer, die Wirkungsdauer des Schadensbegrenzungsteams sind jeweils 5 Sekunden. Beim Nebelerzeuger, da habt ihr den 1er, also als Standardverbrauchsmaterial, Wirkungsdauer 20 Sekunden, Dauer der Nebelwand 61 Sekunden, Ladezeit 240 Sekunden und eine Anzahl von 2. Während der Nebelerzeuger 2 20 Sekunden Wirkungsdauer hat, die Nebelwand ebenfalls gleich lang ist, aber die Ladezeit deutlich verkürzt, nämlich nur 160 Sekunden. Die Anzahl des Verbrauchsmaterials wird dann auf 3 erhöht. Das ist sicherlich ein Malus des Schiffes, dass ihr nur eine relativ kurze Nebelwand habt. Ihr steht, die Dreh steht gerade mal eine Minute mit dem Auswurffenster von 20 Sekunden. Ja, könnt ihr optimalsterweise, wenn ihr ganz viel Glück habt und euch nicht groß bewegen müsst sozusagen, dann 81 Sekunden Nebelwanddauer erreichen, weil ihr quasi direkt vom Auswurf in der Nebelwolke steht. Aber das ist wirklich kein großer besonderer Wert. Also, das ist irgendwo dann das Problem, man kann zwar aus dem Nebel schießen, aber eben nur maximal 81 Sekunden lang. Und das ist halt die Begrenzung bei der ganzen Geschichte. Dann kommen wir zum Motorboost. Motorboost 1, höchste Geschwindigkeitssteigerung um 8%, Wirkungsdauer 120 Sekunden, also 120 Sekunden könnt ihr 8% schneller fahren. Die Ladezeit beträgt 180 Sekunden, also 3 Minuten, während der Motorboost 2 dieselben Werte hat, aber die Ladezeit 120 Sekunden hat, also 2 Minuten. Die Anzahl des Verbrauchsmaterials wird um 1 Aufladung erhöht auf 3. Und dann das Typische für die deutschen Zerstörer, ihr habt hydroakustische Suche. Ortung von Torpedos, 2,82 Kilometer, das gibt euch genug Zeit, um auf die Torpedos zu reagieren. Dann haben wir die Ortung von Schiffen, fast 4 Kilometer, darum auch ein Pflicht-Skill, wenn ihr in Nebeln steht. Ja, könnt ihr rechtzeitig erkennen, wenn euch Schiffe zu nahe kommen, ihr könnt rechtzeitig erkennen, wenn euch Torpedos zu nahe kommen, ihr gegebenenfalls reagieren müsst. Ihr habt eine Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials von 92 Sekunden, 1,5 Minute und die Wirkungsdauer von 180 Sekunden, also die Ladezeit von 180 Sekunden, also knapp 3 Minuten, genau 3 Minuten. Die Anzahl des Verbrauchsmaterials 2. Bei dem Premium-Verbrauchsmaterial reduziert sich die Ladezeit um 1 Minute, also auf genau 2 Minuten. Anzahl des Verbrauchsmaterials 3. Ja, und das ist gleich auch schon so eine gute Sache. Ihr habt ja gesehen, 81 Sekunden ist die maximalste Nebelwanddauer, wenn ihr den Auswurf mitrechnet. Ja, und ihr habt hier eine Wirkungsdauer von 92 Sekunden bei der Hydroakustik. Das ist immer gut, meiner Meinung nach, angebracht. Wenn ihr im Nebel steht, macht die Hydroakustik an, es sei denn, ihr wisst ganz genau, dass da keine Torpedos ankommen können, weil ihr Schiffe bekämpft, die keine haben oder die DDs bereits raus sind aus dem Spiel. Gehört die Hydroakustik eigentlich dazu. Ich habe gestern im Livestream ja auch schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt. Manchmal muss man die Hydroakustik auch einsetzen, wenn man außerhalb des Nebels unterwegs ist und in einem Infight mit einem anderen DD ist. So, welche Verbesserungen können wir jetzt hier einbauen? Welche könnte ich empfehlen? Ich habe so ein bisschen vielleicht auch eine andere Skillung als der ein oder andere. Es werden teilweise auch andere Skillungen empfehlen. Ich werde hier die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 einbauen, um die Hauptbatterie und die Torpedowerfer länger aktiv zu haben, also den Ausfall zu reduzieren. Und wenn er dann mal ausfällt, da das dann nicht mehr so lange dauert, bis man sie wieder benutzen kann. Alternativ kann man hier nur noch sagen, Magazinmodifikation 1 wäre für den ein oder anderen vielleicht auch noch interessant. Aber für mich ist der Slot 1 irgendwie, da baue ich sowas nicht ein. Ich mache das immer mit der Signalflagge. Ihr kennt unsere Schiffsvorstellung schon. Und da bin ich bei den DDs immer dabei, um das mit der Flagge der Magazindetonation entgegenzuwirken. Also hier die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 rein. In dem Zweierbereich habt ihr hier 3 Optionen. Ich persönlich kann nur sagen, bei einem DD habt ihr eigentlich nur die Option Antriebsmodifikation 1 oder Steuergetriebemodifikation 1. Ich baue hier 1 ein. Die Steuergetriebe-Modifikation, damit da nochmal die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls weiter reduziert wird.
Und ja, die Brandwahrscheinlichkeit und so weiter. Ihr seid so ein schmales Ziel, in der Regel brennt ihr nicht so schnell. Und wenn ihr brennt, dann ist es eben so, dass ihr relativ schnell auch wieder löschen könnt. Ihr hattet ja gesehen, alle 40 Sekunden ist das Verbrauchsmaterial parat. Wenn ihr nachher die richtige Signalflagge draufgesetzt habt, geht es sogar noch schneller, dass der Brand wieder gelöscht werden kann mit dem Schadensbegrenzungsteam. Jetzt kommen wir zu Slot 3 und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich werde hier Hauptbatteriemodifikation 2 benutzen, um die Turmdrehgeschwindigkeit um 15% zu erhöhen. Ich nehme dafür in Kauf, dass die Ladezeit der Hauptbatterie etwas reduziert wird, also etwas verlangsamt wird, so ist der richtige Begriff. Ich gehe dann auf von 4 Sekunden auf 4,2 Sekunden hoch, habe dafür aber eine Verbesserung bei der Turmdrehzeit von 22,5 Sekunden auf dann hier 19,6 Sekunden, nachher kommt noch der Elite-Schütze dazu, dann kommt ihr bei 15 Sekunden an und dann ist die Turmdrehzeit auch so ganz gut, dass ihr im direkten Infight die Türme immer auf euer Ziel ausgerichtet lassen könnt. Alternativ zu diesem Modul kann man hier noch die Zielsystemmodifikation 1 einbauen, um die Streuung zu reduzieren und die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer zu erhöhen. Und ja, die Sekundärbatterie spielt hier natürlich nicht so eine Rolle, darum gehe ich da nicht weiter drauf ein. Im vierten Bereich habt ihr die Auswahl zwischen Antriebsmodifikation oder Steuergetriebemodifikation. Meiner Meinung nach macht hier nur die Antriebsmodifikation Sinn. Die Steuergetriebemodifikation erhöht die oder verringert die Ruderstellzeit um 20%. Das sind halt ja 3,6, also 7/10 Sekunden, da seid ihr bei 2,9. Macht meiner Meinung nach aber jetzt nicht den QFET. 3,6 Sekunden ist von der Ruderstellzeit das Beste, was ein deutscher DD auf der Tierstufe hier zu bieten hat. Und damit komme ich schon ganz gut klar. Darum baue ich hier die Antriebsmodifikation ein, um halt aus dem Nebel schneller anfahren zu können, um Torps zu dodgen, möglicherweise. So, und dann sind wir bei den Modulen durch. Wir sind beim Verbrauchsmaterial durch. Kommen wir zu den äußeren Eigenschaften des Schiffs. Wenn ihr dieses Schiff kaufen werdet, dann bekommt ihr die Typ 10 T61 Lackierung dazu. Ihr seht sie hier mal auf dem Dampfer auflackiert. Ja, die typischen Werte: Erkennbarkeit zu Wasser -3%, Streuung der Granaten +4%. Und, also der gegnerischen Granaten natürlich, Kosten nach der Schiffswartung um 10% reduziert nach dem Gefecht und EP-Boost +50% bekommt ihr dann auf den Dampfer rauf. So, und dann gibt es Signale. Welche Signale sind für diesen Dampfer denn zu empfehlen und welche eher nicht? Natürlich zu empfehlen ist hier November Foxtrot, Verbrauchsmaterial wird schneller bereitgestellt, Schadensbegrenzungsteam, Hydroakustik, Motorboost, Nebelwerfer, all diese Verbrauchsmaterialien sind einfach schneller parat und das für ganze 5% zügiger. Ihr habt nur 35 Knoten, das ist zwar nicht super schlecht, aber es geht besser. Sierra Mike kann euch dabei helfen, die Geschwindigkeit zu steigern auf 36,8 Knoten. Das ist sicherlich eine sinnvolle Investition ins Signal. Trefferpunkte könnt ihr mit dem Schiff nicht wiederherstellen. Wassereinbruch habt ihr in der Regel mit DDs nicht. Entweder ihr seid gleich tot oder ihr kommt halt drumrum um den Torpedo. Zeit der Brandbekämpfung macht meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt so viel Sinn, aber ganz viel Sinn macht Juliet Charlie. Nächste Pflichtflagge, die hier rauf gehört, ist das Risiko der Magazindetonation, um komplett zu entfernen. Also ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch ein Skill, den ich sehr, sehr empfehle, ist auf jeden Fall Juliet Whiskey Una One, also eine Signalflagge natürlich, die ich empfehle. Ihr habt hier dann die Wahrscheinlichkeit um 15% erhöht, Wassereinbruch beim gegnerischen Schiff zu verursachen. Das sorgt auf jeden Fall für einen schönen Damage-Tick sozusagen, wenn man dann da mal trifft. Victor Lima und India X-Ray sind eben die Brandflaggen. Für jede Flagge, die ihr setzt, erhöht ihr die Brandwahrscheinlichkeit um 0,5%. Ihr habt hier die 128mm Kanonen. Darum kommt der kleinere Wert zum Tragen. Erst ab 160, also ab 160mm erhöht sich das eben um 1%. So, und das sind eigentlich die meiner Meinung nach sinnvollsten Flaggen, die ihr hier auf den Dampfer verbauen könnt. Der Rest sind ökonomische Flaggen, da müsst ihr dann gucken, welche ihr da verbauen wollt. So, und nachdem wir jetzt uns die Tarnung und die Signalflaggen angeguckt haben, fehlt eigentlich nur eins. Und zwar der Kapitän, den man hier auf das Schiff setzt. Ich habe hier Franz von Jütland auserkoren, die T61 zu steuern. Und folgende Skills habe ich jetzt erstmal verbaut. Ich habe jetzt hier das vorrangige Ziel drin. Ich habe hier die Elite-Schützen drin in der Kombination mit der Hauptbewaffnungsmodifikation 2. Und sorgt eben dafür, dass wir die Turmdrehzeit hier nämlich
auf 15,4 Sekunden reduzieren, so wie ich es euch schon gesagt habe, und damit eben deutlich kampffähiger sind, auch im Dogfight mit anderen Zerstörern. Dann, ihr habt es eben schon gesehen, schießt Grundausbildung hier rein, das verringert die Nachladezeit von 4,2 Sekunden auf 3,8 Sekunden. Das heißt, ihr seid wieder unter diesem Standardwert von 4 Sekunden und ihr habt trotzdem schneller drehende Türme. Ist meiner Meinung nach die allerbeste Mischung für diesen DD, weil das eben der größte Malus des Schiffes ist, dass die Türme so langsam drehen. Und dann auf der vierten Stufe ganz am Anfang natürlich sofort den Tarnungsmeister rein. Ihr müsst auf diese 6,1 Kilometer kommen, um dann auch gut verdeckt die Torps abzuwerfen. Das macht einfach noch ein bisschen mehr Spaß. Da könnt ihr auch mal gut ranfahren an den Cap. Ihr habt dann eine niedrige Deckungsreichweite. Da seid ihr auf dem gleichen Level wie die Fubuki. Ich habe dann hier noch den Skill mit letzter Anstrengung drin. Das ist dieser typische DD-Skill mit einem 12er Kapitän, passt halt super. Was kann man noch empfehlen? In der ersten Reihe kann man präventive Maßnahmen noch empfehlen oder eben Beschussalarm. Das ist dann eurem Geschmack überlassen, was ihr da zuerst wählt am Anfang. Dann kann man in der zweiten Reihe sicherlich noch überlegen, den Adrenalinrausch mit reinzusetzen oder eben hier 1000 Sasser. Das sind nochmal zwei mögliche Skillpunkte, die Sinn machen können. Hier bei Franz von Jütland sind sogar minus 10%. Weil es eben hier eine Bonusfähigkeit ist, die man da benutzen kann. Ich habe es jetzt hier nicht geskillt. Es macht nicht so, also so viel Sinn. Es ist viel wichtiger, den Elite-Schützen da reinzusetzen und mit letzter Anstrengung zu skillen. Und daher habe ich das erstmal weggelassen. Also mit letzter Anstrengung sorgt eben dafür, dass ihr ständig in der Bewegung bleiben könnt, auch wenn ihr getroffen wurdet am Steuerrad oder an einer Schraube. So. Dann kommen wir zum Dreier-Skill-Bereich. Was könnt ihr hier neben der Schießgrundausbildung, die meiner Meinung nach ein absoluter Pflichtskill ist für den DD, noch skillen? Ihr habt dann hier den Inspekteur, den ihr noch skillen könnt, um die Aufladung des Verbrauchsmaterials zu erhöhen, von Nebel, vom Motorboost, von der Hydroakustik. Dann könnt ihr, wenn ihr gerne anzündet, den Sprengmeister hier skillen, dann kommt ihr nachher auf 9% in Verbindung mit den Flaggen, um da halt schneller anzuzünden. Man könnte unter anderem Torpedo-Bewaffnungskompetenz hier skillen, würde ich aber auf diesem DD nicht empfehlen. Es ist ja naheliegend, dass man das skillen möchte, würde ich aber nicht empfehlen. Ihr habt 68 Sekunden Nachladezeit bei dem Torpedowerfer und mit 10% wird dieser Nachladezeit um 6,8 Sekunden nur reduziert. Das sind drei Skillpunkte, die ihr sinnvoll woanders lassen könnt. Ihr habt schon eine sehr, sehr schnelle Torpedo-Nachladezeit, von daher sollte man das eher lassen. Was man vielleicht noch überlegen kann, ist Experte der Überlebensfähigkeit. Da gibt es 2100 Trefferpunkte mehr und dann seid ihr auch ganz vorne mit dabei, sozusagen noch näher an der Gede dran, um da Trefferpunkte vom Trefferpunkte-Pool her. Und das könnte man eventuell noch skillen. Nur in der vierten Reihe macht es dann definitiv Sinn, die Funkortung sich zu überlegen, um zu wissen, wo der gegnerische DD ist, wenn ihr denn Jagd auf gegnerische DDs machen möchtet und das Ding nicht eher als Torpedoboot einsetzt sozusagen, dann macht die Funkortung Sinn. Dann kann man überlegen, hier die verbesserte Schießausbildung zu skillen, um weiter zu schießen. Halte ich aber persönlich nicht für sehr sinnvoll. 11,6 Kilometer ist schon ganz schön weit. Das reicht vollkommen aus. Was will man auf 14 Kilometer oder 13 Kilometer mit so einem Teil denn bewirken? Die Mumpeln sind ewig unterwegs. Also das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht zu empfehlen. Und dann haben wir hier noch Trägheitszünder der Sprenggranaten, also IFAE auch genannt. Das könnte man sich sicherlich überlegen, ob man das dann skillen möchte. So, und das waren die Kapitänskills, die aus meiner Sicht in den Bereich kommen, zu überlegen, was man denn skillen möchte. Ich werde sehr wahrscheinlich, wenn ich die nächsten Skillpunkte parat habe, den Inspekteur mal ausprobieren. Ob ich jetzt wirklich den vierten Nebel unbedingt brauche, weiß ich noch nicht genau. Ich werde sicherlich auch mal ausprobieren, den Experten der Überlebensfähigkeit, je nachdem, was mir besser liegt. Im unteren Bereich werde ich wahrscheinlich auf Funkortung gehen. Ja, und dann haben wir ja eigentlich schon so gut wie alles durch und haben die Skillpunkte schon vergeben. Da ist, glaube ich, noch einer übrig, da muss ich mir dann überlegen, so weit bin ich jetzt noch nicht. So, jetzt sind wir schon fast durch mit der Schiffsvorstellung heute. Und was ist denn meine
mein größter Vorteil, was ich bei diesen Schiffen sehe, oder bei der T61 sehe. Der größte Vorteil ist der Trefferpunkte-Pool, meiner Meinung nach. Er hat den zweitgrößten Trefferpunkte-Pool auf der Tierstufe. Er hat sehr schnelle Guns, also sehr kurze Nachladezeit mit einer guten Reichweite. Er hat einen sehr schnellen Torpedo-Reload mit einem ganz guten Torpedo-Wert für diesen Reload. Ja, ihr könnt getarnt abwerfen, das heißt, das macht das Schiff eigentlich zu einem guten Allrounder. Und es ist für einen deutschen DD ziemlich, ziemlich wendig. Und dann können wir dazu auch schon die negativen Sachen nennen. Der negative Part ist sicherlich die geringe Nebeldauer und die langsame Turmdrehzeit, die eben die, für die deutschen DDs üblich ist. Kommen wir zu meiner Kaufempfehlung. Ich denke, wer deutsche DDs mag und gerne zum Beispiel auch Gede gefahren ist, wird diese DD lieben und für den ist dieser Kauf eigentlich, also dieses Schiff, ein Pflichtkauf, meiner Meinung nach. Ja, es ist für deutsche DD-Fans einfach der beste DD auf dieser Tierstufe. Dann zum Skill muss man sagen, ein erfahrener DD-Kapitän sollte man schon sein, damit das hier vernünftig funktioniert. Ich hoffe, dass euch diese Schiffsvorstellung wieder den einen oder anderen Anreiz geboten hat, drüber nachzudenken, ob ihr das Schiff haben wollt oder nicht, vielleicht sogar auch mal Antworten geliefert hat, hoffentlich. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen darüber, wenn ihr dieses Video weiterteilt, uns liked, abonniert und ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Seekrauts Team, euer Maracha. Ciao, ciao. Seekrauts.